Herzlich willkommen zu Aqua TV, Ihrem Wassersportmagazin aus Berlin. Wenn Sie jetzt denken, liebe Zuschauer, Sie sind heute in meinem Wohnzimmer zu Gast, muss ich gleich abwiegeln, nein, sind Sie nicht. Wir sind heute auf einem Hausboot, genauer gesagt auf der Phoenix, einem Luxushausboot mit allem Drum und Dran. Sie können sie auch chartern, entweder für Ihren Urlaub oder für die nächste Sommerparty. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal unsere Themen für Sie. Wir waren zur In-Water-Boat-Show in der Ancora Marina. Anschließend haben wir das wohl mondänste Segelregatta-Event im Mittelmeer begleitet. Und in unserer Serie Entdecke Wassersport tauchen Nicole und Felix heute ab. Hier auf der Phoenix vermisst man absolut gar nichts. Ein sehr modernes Hausboot, Klimaanlage, ideal bei heißen Temperaturen und Kamin, wenn es draußen ein bisschen kälter ist. Drei Kaminen, Bad, 65 Quadratmeter im Innenbereich und perfekter Rundumblick direkt aufs Wasser. Und an Deck geht es ja noch weiter. Aber das Beste ist, Sie sind mobil unterwegs. Und mobil ist mein Schlagwort. Wir waren für Sie auch wieder unterwegs. Diesmal in der 5-Sterne-Ancora Marina. Und wenn die so richtig schön knüppevoll und enge ist und wenn die Boote alle miteinander kuscheln und die Luft vollgesogen ist vom Duft der Weltmeere und die Klänge der Musik hinausgetragen werden auf die Ostsee, tja, dann ist es wohl Zeit für die wohl größte In-Water-Boot-Show an der Nordküste Deutschlands. Es ist immer wieder der Blick auf die Wettervorhersage, der die Veranstalter einer In-Water-Show zittern lässt. Aber zur 5. Hanseboot Ancora Boat Show meinte es Petrus gut mit Ausstellern und Besuchern. Nach einem wolkigen Freitag strahlte das ganze Wochenende die Sonne. Und so lockte die Boat Show gute 17.000 Besucher in die Ancora Marina. 140 Boote präsentierten sich entlang der Stege in der schmucken Marina. Für alle war das Richtige dabei. Beeindruckende Motorjachten, spritzige Daycruiser, sportliche Segelboote und exklusive Segeljachten. Der Vorteil einer In-Water-Show? Man kann die Schiffe praktisch erleben. Geht an Bord, klönt im Cockpit und genießt neben den Fachgesprächen einfach die Zeit an Deck. Eines der beeindruckendsten Schiffe unter dem vielfältigen Angebot war sicher die Katana 47. Der über 15 Meter lange Katamaran zog die Besucher magisch an. Es ist also kein Wunder, wenn man sich mal etwas genauer an Bord umsieht. Solch ein Schiff ist für weltweite Reise auf allen Meeren konzipiert. In der eigener Version verfügt die Segeljacht über drei Kabinen von beeindruckender Größe. Die eigener Kabine nimmt einen ganzen Rumpf ein. Über mangelndes Platzangebot kann sich hier sicher niemand beklagen. Das gilt auch für den die Schiffsbreite nutzenden Salon. Der ist mit allen Finessen ausgestattet, die man sich nur wünscht. Das Interieur des gesamten Schiffes ist sehr exklusiv gestaltet und extrem hochwertig verarbeitet. Auch an Deck und im Cockpit vermag das Schiff mit vielen interessanten Details und großzügigem Raumangebot zu überzeugen. Das Schiff wird in Sandwich-Infusionsbauweise gefertigt. Das spart Gewicht und gewährleistet hohe Steifigkeit. Für das performanceorientierte Konzept der Katana 47 nicht ganz unwichtig. Mit 140 Quadratmetern Segelfläche an dem 7/8-Rigg hat die Yacht sicher ein hohes Geschwindigkeitspotenzial. In den hübschen Pagodenzelten entlang des Hafenbeckens wurden die interessierten Besucher auf der Suche nach Zubehör und dem neuesten Equipment fündig. Alles, was man benötigt, um die eigene Yacht noch ein bisschen schöner, sicherer oder schneller zu machen, wurde ausgestellt. Einige Anbieter brachten sogar ihre allerneuesten Entwicklungen mit. Furuno glänzte mit einem einfach zu installierenden Radar.
Wir haben hier das neue WLAN-Radar. Wir sind die ersten auf dem Markt, Furuno, mit der DRS-4W. Es ist ein kleines, einfaches Radar mit 4 kW Sendeleistung, 49 cm Durchmesser. Die Antenne erzeugt ein eigenes WLAN. Die Besonderheit ist halt, dass ich mich direkt mit meinem iPad oder mit meinem iPhone auf das Radar schalten kann und mir das Bild hier direkt drauf hole. Die App kann ich mir kostenlos aus dem App Store runterladen bei Apple und kann sie auf meinem iPad oder iPhone installieren. Ich kann das Radar von hier aus aktivieren oder deaktivieren. Ich kann über die gewöhnten Gesten in das Bild hineinzoomen oder herauszoomen, also die Range ändern. Ich habe zusätzlich hier Plus- und Minus-Tasten, über die ich zusätzlich noch mal hinein- und hinauszoomen kann, wenn ich Seegang habe, wo es mit den Gesten etwas schwierig wird. Ich kann die Radarfarben ändern. Ich kann entweder gelb, grün oder Multicolor machen, um die Abschwächung des Signals, des Radarsignals zu erkennen. Die Antenne hat eine vollautomatische Regelung für Verstärkung, Seegangs- und Regenentrübung, wobei ich den Regen noch mal selber manuell auch nachstellen kann. Sonst die Einstellung selber, die Kalibrierung des Radars funktioniert vollständig automatisch. Ich muss hier nur einmal auf Tune Initialize drücken und das Radar stellt sich selbstständig von alleine ein. Eine weitere Besonderheit ist, dass ich auch Ziele anpeilen kann, indem ich mit dem Finger im Moment auf das Display-Ziel setze und kann halt Entfernung und Peilung zum Ziel direkt ablesen. Wenn ich die Radarantenne relativ niedrig montieren kann nur, besteht ja die Möglichkeit oder ist die Gefahr, dass ich halt in dem Radarbeam drinne stehe. Ich kann auch einen Blind-Sektor setzen, das heißt, in einem bestimmten Bereich wird keine Radarstrahlung ausgesendet, so dass ich davon nicht getroffen werde. Das Radar hat eine Reichweite von ca. 36 nautischen Meilen und der WLAN-Radius beträgt ca. 10 Meter. Tablets und Smartphones haben also schon einen festen Platz im Wassersport erobert und sind nicht mehr wegzudenken. Genauso wie die spannende In-Water-Show in der Ancora Marina. 5 erfolgreiche Jahre in Kooperation mit der Hanseboot sind ein sicheres Zeichen, dass es diesen Event noch lange weitergeben wird. Der Termin für 2015 steht schon fest. Unsere Empfehlung: Termin vormerken und im nächsten Jahr selbst mal nach Schleswig-Holstein fahren zu einem tollen Event rund um den Bootssport. Ist das ein schönes Gefühl von Freiheit? Und dieser fantastische Rundumblick vom Dach der Phoenix. Herrlich. Und wenn ich mich hier so umsehe, muss ich ganz ehrlich sagen, komme ich ganz schön in Partylaune. Ist ja auch kein Wunder, ist ja alles da. Ein großer Tisch. Der Grill für das perfekte Barbecue unter Freunden. Und sollten Sie es doch etwas leiser mögen, auch kein Problem, dann setzen Sie sich eben um die Feuerstelle herum und zupfen ein wenig an der Klampfe. Vielleicht machen Sie aber auch beides zeitgleich. Wer weiß. Apropos zeitgleich. Regatta. Das süße Leben an der Côte d'Azur stellt man sich ja so vor. Mondäne Segeljachten. Promis und Partys ohne Ende. Und genau das haben wir für Sie natürlich gerne überprüft. Zur Voile de Saint-Tropez. Schon der Name lässt Skipperherzen höher schlagen und die Augen von begeisterten Seglern aufleuchten. Die Voile de Saint-Tropez, das Regatta-Ereignis zum Ende der Saison im Mittelmeer. Zur Voile de Saint-Tropez treffen moderne Racer und klassische Yachten alljährlich aufeinander. Ursprung dieses Regatta-Ereignisses ist, wie so oft, eine Wette. Die Eigner der Pride und der Icra wollten im September 1981 herausfinden, ob eine klassische Yacht im Wettkampf gegen einen modernen Racer mithalten kann. Der Klassiker, die Icra, gewann. Aus diesem ersten Wettkampf ist die berühmte La Niu-Lark geworden. Benannt nach der Ansteuerungstonne vor Saint-Tropez, die Kontrahenten passieren mussten. Diese Regatta wurde von den Initiatoren und vielen Segelenthusiasten gehegt und weiterentwickelt und ist heute eine Segelwoche der Superlative geworden. Nur wird heute, nach einem dramatischen Unfall 1995, nicht mehr alt gegen neu gesegelt, sondern die Klassen machen die jeweils Besten unter sich aus. Die schönen Klassiker haben ihre Regattabahnen im Golf, während die beeindruckende Armada von Wallis weiter draußen vor der Küste startet. Das Getümmel in der Startvorbereitungsphase ist schon ein einzigartiges Schauspiel. Und sind die Yachten erstmal gestartet,
hüpft das Seglerherz vor Begeisterung. Nicht nur die an der Regatta teilnehmenden Schiffe sind vor Ort. Es gibt auch einige Begleitschiffe, von denen aus man das Event hautnah beobachten und erleben kann. Eines der schönsten ist dabei wohl die Kronos. Die Zweimast-Ketch mit 54 Metern Länge ist, obwohl noch kein Jahr alt, selbst eine klassische Schönheit, die durchaus ins Regattafeld passen würde. Das beweisen schon die zahllosen Fotoboote und sogar ein Hubschrauber. Alle kreisen um die Kronos, um Fotos zu schießen. Sailing Classics bietet alljährlich einen Regatta-Begleitturn an. Auf diesem Schiff wohl eine einzigartige Gelegenheit, das Spektakel der Voile de Saint-Tropez zu erleben. Als Mitsegler bei uns ist man sozusagen Teil des Events und auch, also man ist quasi selber Crew. Ja, und das zusammen mit dem guten Essen und dem guten Service, den wir hier an Bord bieten, ist schon eine unvergleichliche Sache. Den Yachty-Style und das Leben der Yachtis und wie sie segeln, wie sie kämpfen, aber auch wie sie hinterher feiern können. Da ist das hier einfach der Spot, wo man das auch hautnah miterleben kann. Das heißt, wir können zwar aufgrund unserer Größe nicht in den Hafen von Saint-Tropez selber rein, aber wir liegen direkt vor Anker und bieten da einen Dinghy-Service an, sodass man doch die meisten Sachen hautnah miterleben kann. Und wir segeln also neben der Regatta her, auch unter Segeln. Und ja, das ist also schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man dann diese Segelmanöver sieht, dieser wunderschönen Yacht. Und ja. Während die Regatta-Crews um Sieg oder Platz feiten, kann man an Deck der Kronos die großartigen Bilder genießen, die das Wettkampffeld bietet. Natürlich packt am Rand der Regatta auch die Crew der Kronos der seglerische Ehrgeiz. Und so wird eben nicht nur so einfach unter Maschine nebenher gefahren, sondern es werden die Segel gesetzt. Und unter Vollzeug rauscht die Kronos nur so dahin. Es dauert nicht lang, bis alle an Bord von der Geschwindigkeit überwältigt sind und ein Hauch Regattafieber um sich greift. Was die Voile de Saint-Tropez so einzigartig macht, ist die Verbindung von mediterranem Flair eines ehemaligen Fischerdorfes, großartigen Segeljachten, begeisterten Skippern und ein tausendfaches Publikum, das die Aktiven bestaunt und bejubelt. Wenn die Yachten allabendlich vom Regattakurs zurückkehren, stehen unzählige Menschen auf der südlichen Hafenmole, um die Schiffe zu bestaunen. Das ist bei den milden Strahlen der untergehenden Sonne ein für alle unvergessliches Schauspiel. Auch die Gäste an Bord der Kronos genießen das Spektakel. Schließlich segeln sie mit den heimkehrenden Regattaschiffen gemeinsam entlang der Mole. Und man ist auf sein Schiff schon ein klein wenig stolz. Alle freuen sich, wenn aus anderen Booten fotografiert und fröhlich zugewunken wird. Sind die Segel geborgen und ein erster Sundowner nach dem aufregenden Tag ist getrunken, dann wird schnell ins Dinghy geklettert, um sich in den Hafen übersetzen zu lassen. Mit dem Einlaufen der Yachten beginnt das Leben im Hafen zu pulsieren. Die Gäste im Ort flanieren entlang der festgemachten Yachten. Die Klassiker liegen an den besten Plätzen im alten Hafen. Die Risse der bekanntesten Yachtdesigner, wie zum Beispiel William Fife und Kemper und Nicholson, sind hier versammelt. Die Yachten werden gewienert, die Crews diskutieren über die Regatta-Ereignisse und es gibt Einladungen an Bord für Freunde und Sponsoren. Es wird fotografiert, gelacht, gefachsimpelt und gefeiert. Ganz Saint-Tropez ist in dieser Woche an jedem Spätnachmittag auf den Beinen, um die Regattawoche zu zelebrieren.
Das Race Village wird erobert, die Cafés bersten vor Gästen, die Bars sind überfüllt und überall herrscht eine ausgelassene und harmonische Stimmung. Allabendlich werden gemeinsame Events zelebriert. Die Sardinade, bei der die Fischer die Crews begrüßen, ein andermal lädt der Ort zum Essen entlang der Hafenmauer ein und der Lay Day, an dem sich die Crews gegenseitig zum Match Race herausfordern. Das wichtigste Ereignis ist aber wohl das Défilé de Equipe. Hierbei ziehen die Crews verkleidet durch die Stadt. In den unterschiedlichsten Kostümierungen präsentieren sie sich dem Publikum. Immer danach trachtend, möglichst viel Applaus und zum Schluss natürlich den Preis für die bestkostümierte Crew zu gewinnen. Da kann ein Stück Kuchen für das Publikum durchaus zum entscheidenden Accessoire werden. Die Voile de Saint-Tropez macht aus einem beschaulichen Fischerdorf im Süden Frankreichs einen ganz besonderen Ort für Segelfreunde. Diese eine Woche muss jeder mal erlebt haben, der sich für klassische Segler oder ultramoderne Racer begeistern kann. Was für mich also das Tollste ist, sind diese unvergleichlich schönen klassischen Yachten. Von der Shenandoah, die wir hier hinter uns sehen, bis über die sehr vielen Yachten von William Fife. Und besonders gefällt mir da die Altair und eben die Elena. Sailing Classics bietet mit einem Regatta-Begleitturn auf ihren klassischen Luxusjachten einen großartigen Rahmen, um die Voile exklusiv zu erleben. Das Flair im Ort, die Stimmung bei den Menschen, die Yachten, die Regatten. Es ist einfach die Mischung von allem, die diese Woche am Ende des Sommers zu einem unbeschreiblich schönen Event macht. Bei diesen Bildern möchte man am liebsten gleich wieder gerne verreisen. Aber wozu? Berlin hat doch genug Luxus zu bieten. Hallo, wer hat denn bitte schön einen Pool auf dem Deck? Auf diesem Pool sind übrigens auch Nicole und Felix, beide aus unserer Serie Entdecke Wassersport, total scharf. Sie sind ja wirklich experimentierfreudig und haben in der letzten Folge von AquaTV sogar das Jollensegeln erlernt. Heute lernen sie das feuchte Element aus einem für sie völlig neuen Blickwinkel kennen. Sie lernen das Tauchen. Na dann, mal schön die Luft anhalten, ne? Heute hat Felix für Nicole eine ganz besondere Überraschung. Er will mit ihr abtauchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Was machen wir denn hier? Ja, du hast doch gesagt, du willst ein Wochenende ohne Stress und Lärm und Party. Ja, aber ich will dich schon dabei haben. Ja, wir werden schon zusammen abtauchen. Machen wir ein Wellness-Wochenende wie letztes Jahr? Nee. Blub, blub. Blub, 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 blub. Wir gehen tauchen? Ja. Wie? In diesem Schwimmbad? Mensch, da ist ein Tauchzentrum. Oh, wie cool! In einem zertifizierten Tauchzentrum hat er einen Tauchgang gebucht, weil Nicole schon immer davon geträumt hat, auch die Welt unter Wasser zu erkunden. Heute gehen wir ins Wasser. Das ist ein Innenbecken und da gehen wir rein. Genau, Tauchzentrum. Hier kann man richtig auch Scheine machen und so. Mhm. Es wird uns alles gezeigt, wie wir uns verständigen unter Wasser und wie wir atmen und wie, was wir anziehen müssen. Und keine Ahnung, also ich habe es auch noch nie gemacht. Also wir werden sehen, was passiert. Sehr gespannt. Aber sehr aufgeregt. Zunächst erhalten Sie eine ausführliche Einweisung durch Andreas. Ich werde euch die Grundregeln des Tauchens erklären, wozu wir sie brauchen, wozu wir sie beachten müssen. Wir werden dann unsere Ausrüstung zusammenbauen. Der ausgebildete Tauchlehrer erklärt Ihnen alle wichtigen Zeichen, damit Sie sich unter Wasser verständigen können. Alles klar. Er zeigt Ihnen die Ausrüstung und das technische Gerät und wie man sich unter Wasser helfen kann. Gut, wir bekommen Luft. Die passenden Anzüge werden ausgesucht und anprobiert, die Funktionen des Tauchequipments noch einmal überprüft. Wenn ihr mal rechte Hand nach hinten greift. Wie von Bord eines Schiffes können sich Nicole und Felix ins Becken fallen lassen. Aber vor dem endgültigen Tauchgang prüft Andreas noch einmal im Stehbecken mit unseren beiden die richtige Atmung und die wichtigsten Handgriffe. Jetzt erlebt Nicole, wie leicht sie sich unter Wasser bewegen kann und welche Faszination diese Sportart schon hier in dem Becken auslöst. Wrackreste, ein versunkener Tempel, Fische und eine Röhre zum Durchtauchen sind wie ein großer Spielplatz für Erwachsene.
verspielt wie junge Seehunde schlagen sie Salti und folgen dann wieder den Anweisungen ihres Lehrers. So eine Tauchausbildung macht einfach Spaß. Tauchkurse kann man in Deutschland oder auch während des Urlaubs im Ausland bei zertifizierten Schulen belegen. Absolviert man die Ausbildung in Deutschland, hat man den Vorteil, weltweit am Urlaubsort ohne zeitraubende Vorübungen gleich abtauchen zu können. Eine Grundausbildung kann man in wenigen Tagen absolvieren. Sie kostet einschließlich Leihausrüstung rund 300 bis 400 Euro. Nach dem Auftauchen aus einer völlig neuen Welt sind beide ganz euphorisch. Ja, wir waren jetzt im Tauchbecken, sind jetzt gerade aufgetaucht. Und es war echt toll. Also man muss sich mal vorstellen, wie das dann ist, wenn man noch Fische und so dazu hat. Ich war jetzt schon total geflasht. Ja, also, total cool, auch die Bewegungen also auszuprobieren. Echt, ist echt schwerelos. Wir waren auf 10 Meter Tiefe unten, also schön langsam runter. Du bist noch ganz high. Ist schon so ein bisschen anderes Gefühl unter Wasser, als jetzt hier wieder oben zu sein. Ja. Und Felix hat noch eine Überraschung. So cool. Hat Spaß gemacht, oder? Super. Ich will unbedingt mal Ferien machen mit Tauchen. Ja, hab schon gebucht. Was denn? Na, nächstes Wochenende. Was? Ja, in Stechlin. Das ist ja cool. Ja. Hey, dafür lade ich dich jetzt zum Fischessen ein. Danke. Wenn Sie, liebe Zuschauer, nun auch Lust auf ein luxuriöses Wochenende hier auf der Phoenix haben, na dann chartern Sie sie doch ganz einfach. Entweder für das perfekte Barbecue unter Freunden mit Ausfahrt oder für lauschige Stunden zu zweit. Genießen Sie Ihre Zeit hier im Pool und lassen sich vom dazu gebuchten Skipper schön gemütlich durch die Gewässer manövrieren. Alle weiteren Infos dazu finden Sie wie immer auf unserer Webseite unter www.aqua-tv.de. Wir sind am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich hoffe, wir haben Sie gut unterhalten und wenn ja, sagen Sie es bitte gerne weiter. Bis zum nächsten Mal, Ihre Katrin Wrobel.